Hi und willkommen, mein Name ist Danny Rölpe und ich bringe euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Letztes Mal haben wir Abenteuermodus gespielt, spielen wir klassisch. Yeah, yeah. Okay. Wir machen wieder themenbasiert. Und zwar nehmen wir Pikachu, weil das ist der erste Charakter, den wir hier noch nicht gespielt haben. Also in der Reihe. Und ja, ich weiß, Pikachu Libre ist irgendwie neu, aber was soll's. So, ich habe ein paar Sachen herausgefunden. Ich habe nämlich klassisch Modus mit einigen Charakteren, die ich schon gemacht habe, noch mal wiederholt, zum Beispiel mit Snake, weil er ging ja schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie nur so 5 Punkt irgendwas gehabt am Ende. Und ja, ich habe da was Schönes herausgefunden, und zwar hier, wenn wir starten, habe ich mich ja gewundert, warum man normal starten und einmal ein Ticket einsetzen kann, wenn man startet. Und ja, ganz unten steht die Beschreibung. Falls du ein Ticket einsetzt, gibt es mehr Belohnungen. Also ja, und guck dich mal an, was dann passiert. Regenbogen. Und ja, das bedeutet mehr oder weniger, gerade der Pokémon heißt unsere Route übrigens, dass wir, nachdem wir das erledigt haben, also den nicht Abenteuermodus, den klassischen Modus mit einem Charakter, dass wir dann am Ende ja mehr Belohnungen bekommen. Und ich hätte gern mehr Belohnungen. Also, wow, das war irgendwie ironisch, dass wir noch ein Punkt bei, okay, dass wir hier Raichu oder Mega Raichu, glaube ich, bekommen haben, wo ich Pikachu spielen. Okay, ich soll vielleicht mal versuchen, dich rauszuhauen. Keine Ahnung, ich bin irgendwie voll brain dead gerade, weil wird so schwierig mit Pikachu hier sich retten zu können. Ich hasse diese Level auch so richtig. Kannst ja nicht irgendwie vernünftig kämpfen. Ah, jetzt immer nur, boah, und jetzt komme ich da runter. Und aber hey, wir können so ein paar Pokémon sehen, ne? Das ist auch was. So aus hier, mein Gott, mag diese Level nicht, die irgendwie so kleine Dinge haben, wo du dich nur bewegen kannst an einigen Stellen, so merkwürdig zu kämpfen. So, hier schon besser. Boom. Und ja, weil ich glaube, wir kriegen doppelte Belohnungen, also oh geil, also wir kriegen nicht nur die doppelte Anzahl an Stickern oder Geistern, sondern wir kriegen auch mehr Geld und mehr GP. Und ja, das ist ja irgendwie sehr schwer irgendwie zum Kommen, habe ich so ein Gefühl. Deswegen, verdammt, mein Raichu kommt nicht da vorbei. Warum mache ich nicht eigentlich das? Bin eigentlich Meisterbälle, gibt auch Meisterbälle, ne? Hab ich noch nie gesehen hier. Will ich jetzt ganz doof. So. Irgendwie will ich nicht, dass die Kämpfe so schnell vorbei sind, damit wir halt ein paar mehr Pokébälle sehen. Und ja. Gut, dieses Ticket-Ding geht auch nicht weg, wenn wir einmal frecken. Also sehr nützlich. Man braucht halt nur ein einziges Ticket, und diesem Ticket werden halt mehr Belohnungen freigeschaltet. Und ich finde es ein guter Trade-off, ne? Boah. Boah, warum machst du es mir so schwer gerade? Wo ist der Pokémon? Die sind nur Dinge am Spam und ich komme nicht an die heran. Da machen sie auch noch perfekte Abwehr oder so. Warte. Super. Boah, ich komme nicht an die heran. Die setzen die ganze Zeit ihre blöden Dings ein. Ja, super. Boah, ich hasse da, wenn ich die ganze Zeit außerhalb der Stage bin und ich komme einfach nicht rein, weil die mich die ganze Zeit, während ich reinkomme, schon weghau. So, hier. Ich weiß nicht, wie du heißt. Sonne und Mond nicht so weit gespielt.
Ah ja, was dann? Ja, natürlich. Ja, du bist irgendwie der schwächste Charakter in diesem Spiel. Du machst mir so Schwierigkeiten, Mann. Den spielen wir übrigens als nächstes, Pichu. Er wird Spaß, ne? Gut. Ja, ich komme da hoch. Oder unten ist so nervig zu kämpfen. Hey. Ja, wäre es ja noch, wenn ich natürlich runtergefallen wäre. Was hat? Boah, kommen ja immer die gleichen. Boah, ich liebe es, so in Zeitlupe zu kämpfen. Na, ah, Dreck. Das ist ein Pokéball. Jetzt ist er weg. Boah, der kommt. Der schafft jetzt wieder nicht, ey, nach hoch zu kommen. Da ist immer jedes Mal gleich in diesem Level. Finger weg. Mein Pokéball. Boah, Zeus. Glaube ich nicht so gut ist in Smash Bros. Der tut einfach nur die Schwerkraft hier. Ist eigentlich nur nützlich, wenn Alter. Das ist eigentlich nicht so gut, dass wir Lucario so viel Schaden machen. Alter. Ja, bringt leider nichts. Ja, oh Gott, Hilfe. Oh, Meisterball. So diesen Meisterball, so irgendwas Geiles. Oh, Kyogre. Blas ihn weg. Sehr gut. Endlich gut. Ich habe immer gerne so irgendwie Kämpfe gemacht, wo, weiß ich nicht, einfach nur Items sind Pokébälle und ja, mehr oder weniger am Pokéball-Kampf gemacht. Also witzig. Ja, wir stellen uns übrigens sehr doof an mit Pikachu, weil jetzt nicht so überraschend ist, weil, weiß ich nicht, Pikachu ist irgendwie komisch. Also gut wie gar keine Reichweite außer hier diesen Angriff, und dieser Angriff ist, glaube ich, sehr gut. Der wird immer competitive irgendwie gespammt, ey. Das ist so unnormal, wenn ich competitive mal von Smash Bros ansehe. Leute bringen die ganze Zeit mit Pikachu die ganze Zeit in der Luft, und boah, ich will jetzt mich auf den Arm nehmen. Boah. Ja, wurde ich jetzt eindeutig von der Level gekillt, ey. Boah, ich will nicht mit 6 Punkten. Boah. Ich will euch verarschen. Oh, ich hasse jetzt mit nur 6 Punkten irgendwas oder so hier am Ende rauszukommen. Aber einige Charaktere irgendwie noch mal im klassischen Modus gespielt, weil die halt, weiß ich nicht, 6 Punkte irgendwas nur waren. Im Competitive sieht es immer, wie die Pikachu Mains irgendwie immer in die Luft springen, diesen Angriff machen, diesen normalen Angriff, den ja irgendwie die ganze Arena irgendwie mit Donnerschock und so zu belegen. So schnell kann ich gar nicht spielen, ey. Ja. Dreckspizza. Ich meine Drecksblizzard. Oh, der Oxys. Macht der normal, der macht so einen Laserstrahl, ne? Ja, geil. Nächster. Was machst du da? Der Pisser hat den gerettet. Er hat gesehen, der ist runtergefallen, weil er sich selber hier aus der Arena gehauen hat. Dann kommt der Sekrom und rettet den. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich habe gerade jetzt erst gemerkt, dass Sekroms Attacke eigentlich Quajutsus Ultimate ist. Mehr nicht. Ja, da bricht noch nicht mal dadurch, ey.
Ja, dieser Rettungsmove von Pikachu finde ich auch nicht so gut. Wenn man zum Beispiel nur in eine Richtung lenkt, dann weiß ich. Man muss immer in zwei Richtungen lenken, um irgendwie was aus der Rettung rauszuholen, ne? Also ich kann nicht nur in eine Richtung machen, weil dann komme ich nicht weit voran. Und Jutsu hat, glaube ich, auch so einen Rettungsruf. Ich finde ich überhaupt nicht gut. So kryptische Sachen. Mewtwo, okay. Und dann kommt wahrscheinlich Meister an, ne? Das hat man doch, glaube ich, schon mal. Quajutsu, glaube ich. Auch Pokémon-Trainer. Oh. Sind noch nicht mal Schaden ab, wenn er da dran ist. Ich glaube, da war noch ein Sieg, man, ne? Na, ah. Was ist das? Das kommt meist an, ne? Oder wollte ich gar nicht. Maxi Tomate, die war ich mir noch auf. Ich meine, man kann die Dinger irgendwie auch zurückhauen. Dieser Bellert stand irgendwie so in den Hilfedingen, ja. Alter! Ich dachte ja so, die Spezialattacken wären schwächer, wenn man die spammt. Boah. Ich spiele Super Smash Bros. Schon seit Brawl, ne? Die Meister hat das schon seit Ewigkeiten hier einige dieser angefunden. Ich weiß bis heute noch nicht, wie du einigen von denen ausweichen willst. Boah, gibt's halt einfach nicht. Oh. Ja, der Angriff ist neu zum Beispiel, der glaube ich auch. Ja, der Rhythmus von jedem einzelnen Angriff, ich krieg den nicht hin. Das ist jetzt war 10 Jahre jetzt hier seit Brawl rausgekommen ist. Ich krieg immer noch nicht die Angriffe von denen hin, ey. Wieder Timing, das ist irgendwie nie drin bei mir. Oh, ich muss noch mal mit Pikachu machen. Kann so nicht weitergehen, ey. Ich habe noch keinen Charakter jetzt. Jeder Charakter ist mindestens über 7. Ich meine, das ist mit jedem Charakter drin, also spätestens am Ende, wenn ich mit jedem ja klassisch gespielt habe, wird jeder Charakter hier auf mindestens 7 sein. Also unter 7 geht bei mir nicht hier. Da müsste auf jeden Fall noch drin sein. So, dann spielen wir auch noch Pichu gleich. Und Pichu ist noch schlimmer. Pichu macht sich mit jeden Angriff irgendwie selber Schaden. Wer hat sich in den Mist ausgedacht? Weißt du, wenn das würde irgendwie passen, wenn man irgendwie diese Fähigkeit Lucario geben würde, ne? Weil der tut ja mehr reinhauen mit je mehr Schaden der hat. Aber Pichu ist irgendwie der leichteste Charakter, so wie ich das mitbekommen habe, und macht sich mit jedem Elektroangriff selber Schaden. Also, und es scheint auch irgendwie kein Vorteil dadurch zu entstehen. Also, wer hat sich das ausgedacht, ey? Verstehe es nicht. Vielleicht ist auch Pichu stärker, was aber irgendwie keinen Sinn machen würde, weil Pichu ist die Vorentwicklung von Pikachu. Also, da will irgendwie gar keinen Sinn machen. Ich habe gar nicht meine Vorgeschichte so von Pokémon ja so erzählt. Wann hatten der Daniro mit Pokémon angefangen? Ja, mit Pokémon Rot natürlich. In der Steinzeit von Pokémon. Ich weiß nicht. Ich meine, die Edition, die kam ja, ja natürlich kam die Edition früher raus als die Anime. Aber ich meine, in Deutschland hat das irgendwie so zeitgleich gestartet. Also
oder ich bin irgendwie über die Edition gestolpert, nachdem ich irgendwie die Anime gesehen habe, ich weiß es nicht. Klar. Ja, jetzt hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich mein Pokémon Rot müsste sogar das allererste Spiel gewesen sein, das ich je gespielt habe. Ja, besessen ab jedenfalls. Ich kann mich noch so vage erinnern, dass ich irgendwie hier so, ich glaube, was Space Invader oder so auf so einem ganz alten Rechner bei irgendeinem Nachbarn oder so mal als Kind gespielt habe. Kann sein, dass das irgendwie das allererste Spiel war, das ich hier gespielt habe, aber Pokémon Rot war das allererste Spiel, was ich besessen habe. Mein Gott, der Mond da hinten. Mysterious, so gleich so wie der Mond. Die Odyssey. Ach, das ist das Schiff von Dingens. Mario in Mario Odyssey. Das ist schade, wir haben keine 3-Sterne-Dingens bekommen. Habe ich letztens mal bekommen, als ich so ein Ticket benutzt habe aus Screen. Aber ich glaube, da hängt noch so ein bisschen vom Rang ab, ne? Okay, jetzt machen wir gleich noch mal, nur noch schlimmer. Team Aqua, Team Skull. Mein Team Skull. Ja, wir machen ab jetzt immer mit Ticket übrigens. Wegen geilere Belohnungen. Und ja. Das ist genau das gleiche, ne? Jetzt gucke ich das an. Ja, ist nur 0,4 oder so, aber trotzdem. Er lenkt sich so weit aus, ey. Da macht uns 3 Schaden. Unser Rettungsmuff macht uns Schaden. Hey, was ist das eigentlich für ein Dreck? Oh ne. Oh. Was? Okay. Ja, aber ich meine, Pokémon Rot wäre, glaube ich, das erste Spiel, was ich je besessen habe. Entweder das oder eine Super Nintendo mit Super Mario World. Und einigen anderen Spielen, die nicht nennenswert sind. Keine Ahnung, Super Mario World war, glaube ich, das bekannteste Spiel, was ich hatte. Aber ich hatte auch Street Fighter 2 und das ist auch relativ bekannt oder so. Ah. Aber sonst waren dann irgendwie nur so Sachen, die jetzt nicht so nennenswert sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Eins von beiden, entweder Super Nintendo, Super Mario World oder Pokémon Rot. Im Game Boy Pocket. Diesen ganz alten Game Boy hatte ich nicht. Also dieses Ding, was irgendwie so 4 Batterien brauchte. Das war ein richtig fettes Ding. Ein Freund von mir hatte er damals. Boah. Da kämpfe ich gegen die leichtesten Charaktere. Ja, ne. Shiggy, Mr. Game & Watch. Könnte sein, ne? Ich weiß sogar noch, wo ich Pokémon Rot geholt habe. Da war bei Toys R Us. Da gibt es ja irgendwie immer irgendwie so ein Gebiet, wo du immer die Spiele am Ende abholen musstest. Und ja, da habe ich mir auch Pokémon abgeholt. Und ich glaube, da war sogar eine Videokassette noch dabei, weil allen so ein bisschen was erklärt irgendwie. Ja, aber da war auch irgendwie merkwürdig, aber da war ein Video über so eine Frau, die sich irgendwie als Ashs Tante ausgegeben hat. Da war eine echte Frau, aber also, und Ash von der Anime halt, ne, war ein Zeichentrickcharakter und die Frau war halt, oh Gott, oh, ich stehe genau da. Und die Frau war halt ein echter Mensch halt, was irgendwie komisch war. Ja, irgendwie so gesagt, so mein kleiner Ash geht auf Reisen, um der Pokémon Champion zu werden, Pokémon Meister. Und ja, weiß eigentlich, ist auch Voltackle sein, ne? Oh, geil, muss gar nicht steuern. Gut, zielsuchender Voltackle. Jetzt irgendwie nicht sehr, warum stelle ich mich übrigens so gut an gerade?
Ne? Oh, ihr kämpft auch gegen. Okay. Jo, pass. Meta Knight, pass. Meta Knight ist auch so leicht. Könnte meinen, den sein Schwert und all sein. Oh, geil. Mm. Finde ich gut. Meta Knight ignoriert mich hier voll. Ja, ihr prügelt euch mal hier weiter, ne? Ich mache hier den. Lüpp. Lüpp. Oh, Slayer. Ja. Meternet hat die ganze Arbeit für mich gemacht und ich komme einfach und hau ihn dann weg direkt. Da. Sie sehen, was ich mit dem letzten Gegner gemacht habe. Den hier. Guckt euch an, ich krieg Schaden während meiner Ultimate. Dieser Charakter ist ja so kacke. Warum bin ich so gut mit ihm? Ich bin 8,5 Grad. Wie geht denn das? Okay, im YouTube ist schon mal nicht der Final Boss. Oh Gott, muss ich echt gegen beide Hände hier kämpfen. Au! Ja, ist gut. Oh, what? Oh, what? Ich habe noch gesehen, wie ich reingekommen bin. Mich auch noch bewegt und dann so was. Boah, will ich eigentlich verarschen? Könnt ihr mal aufhören zu verrecken? Nachdem ich verreckt bin. Ey. Bonusspiel, ja. Und ich habe mir vorgenommen, weil nicht Bonusspiele einfach schnell zu machen. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass das die Punkte hier irgendwie was damit zu tun haben, was wir an Belohnungen und so bekommen. Also ja, mach mal einfach. Ein bisschen doof, dass hier immer nur exakt das gleiche Spiel ist. Also jedes einzelne Mal. Du hast 70 Charaktere. Also musst du, wenn du so hart drauf bist wie ich, 70 Mal diesen Modus spielen. Und dann jedes Mal das zu sehen, ist auch ein bisschen langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das wird lustig. Oh Mann. Ich will nur mal anmerken, der Kampf gegen Meisterhand alleine war richtig einfach. Ja, ich tue in der Luft ausweichen, also blocken. Das bringt einfach nichts. Es ist immer genau in einem falschen... Ich tue sogar mit meinem Smash angefangen. So mit meinen normalen Angriff hier an mir selber Schaden machen. Alter. Oh nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Boom, da wollte ich hin. Geh weg von mir. Boah, ich hasse diesen Angriff. Ey. Wenn du einmal da drin bist, ne? Aber läuft relativ gut noch so. Man sagt eigentlich. Man sagt eigentlich Pika. Bin auch Pichu. Gibt's noch kein Pika. Da gibt's noch Pichu. Au. Das ist auch so ein Angriff. Okay. Ha. Wenn auch im ersten Versuch wissen wir auch warten, nehmen, ey. Also gegen den bringt das nichts. Ich gehe auf Nummer sicher, ja, ne? Na komm. Na komm her. So. Irgendwie geschafft beim ersten Versuch mit Pichu die beiden zu erledigen, ey. Was machst du denn da? Okay.
keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ja. 8.9 natürlich. Ey. Meine Peach 9.9. Pichu 8.9, ist klar. Also irgendjemand will mich doch hier ärgern. Blip. Blip. Ah, am Kotzen. Wir haben ja am Kopf gekratzt, ey. So, wie oft müssten wir noch diesen klassischen Modus machen mit 30 Charakteren? So ungefähr, das kann noch ein bisschen dauern. Also 15 Parts, also 2 pro Part, ne? Naja, so 15 Parts noch, das heißt, wie viel Part ist das? 50, ne? Ne, 46 müsste das sein, glaube ich. Oder 47. Ja, 47 müsste das, glaube ich, sein. Und ja, das heißt 15 Parts und wir tun ja immer dazwischen noch Abenteuermodus spielen. Das heißt in 30 Parts. Das heißt Part 70 werden wir auf jeden Fall mit jedem Charakter den klassischen Modus geschafft haben. Ob die Zuschauerzahlen dann noch so gleich bleiben, nicht so konstant, also scheinen so 20 Aufrufe so nach, weiß ich nicht, so ungefähr nach 24 Stunden zu bekommen, so in der Regel, was für meine Verhältnisse gut ist. Also muss nicht irgendwie so ein großer YouTuber sein, also den deutschen YouTubern Sui Shomaro, Looks Like Link und all sowas. Ja, ich kenne andere YouTuber. Ich kenne auch deutsche Let's Player. Und ja, die müssten, glaube ich, auch alle. Weil Sui Shomaro, der war doch, glaube ich, auch irgendwie so competitive. Irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwie mal so ein Werbeclip gesehen von Super Smash Bros. Da war der auch dabei. Der scheint auch relativ aktiv zu sein. Ich guck nicht so oft in meine Abo-Box rein, weil ich dann immer irgendwie gespoilert werde und das möchte ich nicht. Vor allem, wenn am Ende des Monats Kingdom Hearts 3 rauskommt, ey. Boah, wenn ich da gespoilert werde, ne, boah, dann fliegen Köpfe. Ja, da, 3 Sterne. Na, guck mal, wie viel wir kriegen, ey. Gangster-Frauen-Prinzess. Mr. Slave? Okay, die Frau, die ist diejenige, die wir abschießen müssen da. Ist das hier irgendwie so eine Shooting-Galerie oder so? Kann ich mir deren Effekte ansehen? Auf Level 99 Evolution möglich. Aber da ist schon wieder so ein Ding, so ein roter Geist. Ich brauche mal so blaue oder grüne Geister. Das sind alles so Angriffsgeister. Ich habe nur starke Angriffsgeister. Das ist nicht gut. So. Gut, ne? Pikachu 6.9, 8.9. Dieses Bild macht keinen Sinn. Ja, natürlich Rekord mit Peach. Alles klar, okay. Ich gehe noch mal kurz zurück und zeige euch so offscreen, weil ich noch für Geister bekommen habe. Wie mal nochmal. Ja, ne? Ja. Boom, neueste. Also alles, was hier noch neu ist. So Dragoran und also was habe ich alles bekommen, als ich klassisch Modus gespielt habe, in einen Tag mal. Und ja, habt ihr auch gesehen, ne? Ich weiß, 415 Geister und 1200 irgendwas. Wer weiß, ob irgendwie noch welche hinzugefügt werden. So, wir gucken mal in den Shop nach. Kämpfe wohl, die brauchen wir ja eigentlich nicht, weil die schalten wir ja, obwohl bei Mii ist das nicht der Fall. Also ja, haben alles an Musik schon freigeschaltet. Ich sehe keine Musik, nämlich so. Ich muss mal sparen für hier so 15.000 hier für die ganzen 4 Sterne Geister. Also, ich muss mal hier ein bisschen Geld sparen.
Nur 500 ist nicht so teuer. Ja, das ist halt immer. Ich kaufe dann so in so kleinen Mengen, dann ist halt wieder ruckzuck weg. Ich muss halt mal sparen. Ey. Gut, was soll's. Ja, was in diesem Fall wieder, ne? In der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus. Da haben wir beim letzten Mal den Rathalos besiegt. Und ja, mal gucken, wie wir da weitermachen. Ich bedanke mich jedenfalls alles fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Das wäre sehr knorke von euch. Ciao, bis zum nächsten Mal.